Was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier den Lance TV. Und ja, unser SG Sturm hat gerade soeben leider mit 0:1 bei der Wiener Austria verloren. Das letzte Spiel des Jahres 2017, also unglücklich ausgegangen. Im Endeffekt muss man sagen, unsere Blackies ist leider sehr schwach aufgetreten insgesamt, wie ich persönlich finde. Und eben kein rühmlicher Abschluss für die Ära Franco Foda bei unserem SG Sturm. Yo! Frankfurter! Ja, und ich glaube, auch die Mannschaft hätte ihm gerne einen schöneren Abschied bereitet, als es heute der Fall war. Insgesamt unsere Jungs, die erste Halbzeit, finde ich, ein bisschen verschlafen. Die Wiener Austria jetzt auch nicht wirklich mit dem ganz großen Hurra-Fußball, aber ein Tick bissiger, meines Empfindens nach. Und deswegen das 0:0 zur Pause noch, ja, einigermaßen verdient. In der zweiten Hälfte dann die Austria mit einem frühen Führungstor nach einer Standardsituation. Man weiß ja, dass die Violetten ziemlich gefährlich sind in dieser Hinsicht. Terkan Serbest wurde da als offizieller Torschütze angegeben. Ich habe da auch gehört, dass es ein Eigentor gewesen sein soll. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das Tor sehr schlecht sehen können. Deswegen kann ich da wirklich jetzt nicht ein richtiges Statement dazu abgeben. Im Endeffekt auf jeden Fall die Austria. Ja, sagen wir mal, mit der ersten guten Chance in Hälfte 2 mit der Führung dann. Und unsere Black ist danach ein bisschen aufgewacht. Gute Ausgleichsmöglichkeiten durch Zulechner, Koch und am Ende dann noch Scheusengeier mit einem Kopfball. Aber im Endeffekt Sturm in der zweiten Hälfte durchaus bemühter, aber nicht wirklich effektiv. Es haben die ganz großen Torschancen dann doch ein Stück weit gefehlt. Und deswegen hat man eben auch das letzte Spiel verloren. Kommen wir zum Positiven. Wir sind immer noch Winterkönig oder sind dennoch Winterkönig, denn gestern hat ja Salzburg nur 0:0 zu Hause gegen den LASK gespielt. Deswegen, der erste Platz wäre uns ohnehin nicht mehr zu nehmen gewesen. Das einzig Schade daran natürlich, man hat dann am Ende sich die Führung nicht weiter ausbauen können, aber okay. So ist halt der Fußball, also eine wirklich ersatzgeschwächte Austria schlägt unseren SK Sturm, aber gut, das Frühjahr geht ja dann im Februar wieder weiter und mit dem neuen Trainer, mit Heiko Vogel, da wird man dann wieder Kräfte sammeln können, im Endeffekt jetzt alle Jungs auf Urlaub, völlig zu Recht, das haben sie sich auch verdient. Es ist eben ein bisschen schade, dass es kein positives Ergebnis geworden ist für unseren scheidenden Trainer, für Franco Foda und auch eben für die Mannschaft, die aber ansonsten eine wirklich starke Hinrunde gespielt hat. Aber gut, so ist eben der Fußball und naja, ich würde trotzdem sagen, man sollte nicht zu sehr Trübsal blasen. Die Winterkrone, die steht unserem SK Sturm ja trotzdem ziemlich gut und deswegen sehen wir uns einfach beim nächsten Mal hier bei The Lens TV. In diesem Sinne, falls wir uns nicht mehr sehen bis Weihnachten, schöne Feiertage und vielleicht noch guten Rutsch. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwurzen und bis dann. Ciao, ciao.